Danke, 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 danke. Bleibt sitzen, ach, bleibt sitzen, ruhig. Danke. Habt ihr es gerade gemerkt, wie ich Ruhe ausgestrahlt habe? Hört auf zu klatschen. Hier, Sicherheit ausgestrahlt. Das sind solide Gestiken. Solide Gestiken aus der Politik. Damit strahlst du Ruhe aus. Aber wer strahlt keine Souveränität aus? Wen nehme ich gar nichts ab? Nicht mehr. Neapolitanern. So nennt man Menschen aus Neapel. Denn Scott McTominay for sake wechselt von Man U nach Neapel. Scott McTominay. Und wurde so empfangen. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, außer vielleicht so ein, zwei Fragen. Reden wir da eigentlich immer noch von Scott McTominay? Der schottische Emre Can wechselt nach Neapel. Und ihr rastet aus, als wenn auf einmal, keine Ahnung, ein Döner für 3 Euro erhältlich wäre bei euch oder was. Es ist ja so, wie wenn wir sagen, Felix Metscher wechselt von Wolfsburg nach Dortmund. Das ist jetzt der neue Bellingham. Woo! 30 Millionen. Ist ja noch günstig eigentlich von Bellingham. Das ist auch mal der richtige Moment, Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren. Aus seiner legendären Pressekonferenz mit Uli. Sag mal, geht's noch? Offensichtlich. Neapel braucht anscheinend neue Spieler und haben sich wieder entschieden, es ist okay. Denn auch andere Clubs brauchen neue Spieler. Vorne, in der Spitze, die 9, Nummer 9 muss wieder besetzt werden. Bei wem? Beim großen FC Chelsea. Die Jungs brauchen einfach noch mehr Spieler. Deswegen hat man angestoßen, den Osimhen aus Neapel, da wo er sich gerade befindet, irgendwie vielleicht rüber zu bekommen. Und es wird mich nicht wundern, denn wen haben sie denn jetzt gerade noch? Wen haben sie vorne jetzt in der Spitze? João Felix? João? Wie spricht man den überhaupt aus? João Felix? João Felch? João? Felix? Ist es einfach nur Felix am Ende? Keine Ahnung. Ich meine, wenn wir über Chelsea reden, dann kommen wir eigentlich nicht um eine Person drumherum. Es ist Big Rom. Denn der Big Rom hat was Großes geleistet. Der Big Rom befindet sich gerade wirklich, sag ich mal, im Hochpunkt seiner Schaffenszeit. Denn er ist jetzt ein 369 Millionen Mann. Das ist schon so, ne? Da kann man was mit anfangen. Kann sich vielleicht nicht jeder Mensch vorstellen, was damit so abgeht mit der Summe, was man dafür bekommen kann. Das natürlich dann jetzt in Döner umzurechnen, war auch eine interessante Rechnung. Aber wir haben es getan und wir haben recherchiert. So, haben das ganz einfach mal in ChatGPT reingeschmissen und gefragt, was sind denn so die Dinge, für die man 369 Millionen ausgeben kann. Klar, wenn ich da auf Deutsch frage, dass da dann bei uns auch ein Bauprojekt kommt. Wow, es ist ein großes Infrastrukturprojekt. Ja, okay, klingt nicht schlecht. Was auch natürlich nahe liegt, ein Stadion. Ja, klar. Warum denn nicht ein Stadion bauen? Haben viele was von. Der Verein, die Fans, die Spieler. Aber ich finde es, was sind denn die wichtigen Fragen? Am Ende des Tages, finde ich, muss man sich auch mal fragen, ist es jetzt Lukaku oder die Besiedlung vom Mars? So, das sind Fragen. Und Lukaku ist, denke ich, ein gutes Investment. Wir merken, es werden viele Spieler werden mit Chelsea in Verbindung gebracht. Es sind Ex-Spieler, Spieler, die es jetzt nochmal werden sollen, die nochmal zum Verein zustoßen sollen. Das sind alles gute Jungs. Alles gute Spieler. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Chelsea hat nicht nur gute Spieler, sie haben teilweise auch gute Schauspieler. Schaut uns einfach reinschauen. Geil, oder? Fofana, ja, sorry, ich muss telefonieren, ja. Ein Handyvertrag. Gerade, zufällig. Ciao. Alles Mögliche kommt da auf einen zu. Es ist sehr viel. Genauso wie momentan auch vieles auf Jonathan Tah gepasst. Boah, ich weiß nicht. FC Bayern Jonathan Tah ist eigentlich nur am Nerven. Gehen wir weiter. Der nächste Kollege auch kommt auch von FC Bayern. Ach du lieber. Okay. Gehen wir da in diese Schiene jetzt rein. Es wird jetzt, kann jetzt eng werden. Auf den letzten Metern jetzt hier vor dem Deadline Day. Wird er einen Verein finden? Wird er keinen Verein finden? Wir machen es anders. Schmeiß mal ein bisschen dramatische Musik rein. Okay. Danke. Ist gut. Es wird ein Wettrennen gegen die Zeit.
Er schlängelt sich durch Geheimratsecken und Säbener Straßen und kämpft um einen Platz in Bayern-Kader. Es muss immer auch ein bisschen Technik rein. Wir befinden uns hier auf 1200 Metern Höhen, Fußhöhe, über den Meeresspiegel. Und wir hören hier eine Lautstärke von 200 Dezibel, 52, pardon. Wird Leon Goretzka einen Verein finden? Oder wird er beim Bayern verbleiben als einer der Topverdiener? Wir werden sehen. Und ich habe keine Ahnung. So, wir sind kein Stück weitergekommen, aber es bleibt spannend mit Goretzka. Wir verfolgen das alles. Wow, mal schauen, was passiert. Welcher Mann auch eine interessante Zeit vor sich hatte, war der Hacker oder die Hackergruppe, keine Ahnung, von Mbappé, denn sein Instagram wird gehackt. Und da hatte wohl eine Person die Zeit seines Lebens kurz verbracht. Beispielsweise hier. Yo, Man City. Are you coming back to PSG one day? Fuck no. Ja, auch mal ehrlich sein, er will nicht mehr zurück. Ihr schuldet ihm noch fast 100 Millionen. Kann ich verstehen, das ist ja ein Drittel Lukaku. Hier, Manchester is red. London, Meinung? London is just shit, bro. Ah, okay. Hallo Madrid. Will er sagen, dann sagt das ruhig. Und jetzt wissen die übrigens auch alle sein Insta-Passwort. Danke dafür. Ich meine, wenn das jetzt wenigstens auch das DAZN oder Sky-Passwort von ihm wäre, dann wäre, glaube ich, einigen von uns hier geholfen, damit wir mal am Wochenende das ein oder andere mal reinschauen können. Und das war jetzt hier komprimierter Müll auf 2, 3, 4 Minuten. Vielen Dank.